Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr den Drehmoment am Hinterrad eines Fahrrads berechnen könnt. Dazu müsst ihr erstmal hier eure Gewichtskraft wissen, das heißt euer Gewicht mal den Ortsfaktor mal 10 Newton durch Kilogramm, dann habt ihr eure Gewichtskraft hier bei dem Pedal. Dann braucht ihr noch den Radius des Pedals, den Radius des vorderen Zahnkranzes, den Radius des hinteren Zahnkranzes und schon könnt ihr den Drehmoment am Hinterrad berechnen. Der Drehmoment am hinteren Zahnkranz ist genauso groß wie der Drehmoment des Hinterrads und der Drehmoment des Pedals ist genauso groß wie der Drehmoment des vorderen Zahnkranzes. Jetzt nochmal, wie man das ausrechnen kann. Dazu gibt es verschiedene Formeln. Der Drehmoment des Pedals kann man berechnen mit eurer Gewichtskraft, also F-Pedal, die Kraft auf dem Pedal, mal der Radius des Pedals, F-Pedal mal R-Pedal. Kraft des Pedals mal Radius des Pedals ist gleich der Drehmoment des Pedals bzw. der Drehmoment des vorderen Zahnkranzes. Dann gibt es noch die Formel, der Drehmoment des Pedals oder des vorderen Zahnkranzes durch den Radius des vorderen Zahnkranzes, also der Drehmoment hier, F-Pedal mal R-Pedal, habt ihr den Drehmoment, durch R, vorderer Zahnkranz, ist gleich die Kraft, die auf die Kette gewirkt wird. Diese Kraft wird ja hier bis zum hinteren Zahnkranz geführt. Also müsst ihr nur noch, um den Drehmoment herauszubekommen, die Kraft der Kette mal den Radius des hinteren Zahnkranzes hier berechnen und schon habt ihr den Drehmoment des Hinterrads. Ich werde euch dies nun an einem Beispiel zeigen. Nun das Beispiel. Sagen wir mal, ihr wiegt 50 Kilogramm. Jetzt müsst ihr noch die Gewichtskraft ausrechnen, diese berechnet ihr einfach mit dem Ortsfaktor. Dieser beträgt auf der Erde 10 Newton pro Kilogramm durch Kilogramm, also habt ihr 500 Newton. Das heißt, F-Pedal ist 500 Newton. Jetzt ist noch vorgegeben R-Pedal, also der Radius des Pedals, sind 20 cm, der Radius des vorderen Zahnkreises sind 15 cm und der hintere, kleinere Zahnkranz hat 5 cm Radius. Nun müsst ihr einfach erstmal den Drehmoment des Pedals bzw. des vorderen Zahnkranzes ausrechnen. Das macht ihr mit F mal R-Pedal, also F-Pedal mal R-Pedal. Hier habt ihr F-Pedal, 500 Newton, mal R-Pedal, sind 20 cm. Das rechnet ihr aus, das sind hier 10.000. Newton mal Zentimeter sind Newton-Zentimeter. Newton-Zentimeter sind auch das gleiche wie Joule, aber in diesem Fall bleiben wir bei den Newton-Zentimeter, da Newton-Zentimeter die Einheit für den Drehmoment ist. Also rechnen wir hier weiter mit 10.000 Newton-Zentimeter durch den Radius des vorderen Zahnkranzes ist gleich die Kraft der Kette 666,666667 Newton. Das heißt ca. 666,6 Newton. Nochmal hier die 10.000. Das war der Drehmoment des Pedals bzw. des vorderen Zahnkranzes geteilt durch den Radius des vorderen Zahnkranzes, hier Radius vorderer Zahnkranz, ist gleich die Kraft der Kette. Das heißt, jetzt haben wir hier die Kraft der Kette ausgerechnet. Steht hier auch nochmal. Diese müssen wir jetzt einfach mal den Radius des hinteren Zahnkranzes, das sind hier 5 cm, rechnen. Hier haben wir es auch nochmal. F-Kette mal den Radius des hinteren Zahnkranzes ist gleich der Drehmoment des Hinterrads. Also machen wir jetzt die 666,6 Newton mal 5 cm. Und da kommt dann 3333,33334 Newton-Zentimeter heraus. Also wissen wir, der Drehmoment des Hinterrads beträgt ca. 3333,3 Newton-Zentimeter. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, den Drehmoment eines Fahrrads zu berechnen am Hinterrad und bis zum nächsten Video. Ciao!